Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Ja, es sind nur noch um die 360 Stickies und 360 Baumstämme, die wir brauchen. Ah, es wird noch wirklich zwei Folgen, wahrscheinlich noch so extra lange Folgen benötigen, bis wir das durchhaben. Und ja, der Tag ist auch schon zur Hälfte um. Das heißt, wir kümmern uns dann erstmal jetzt gleich nur noch um die Stickies. Bäume sammeln wird sich wahrscheinlich jetzt noch nicht lohnen. Und vielleicht noch ein Rehfell. Warte mal. Komm. Fahren jetzt nicht extra nochmal da rein. Und bringen das Rehfell zurück oder weg. Dann schnappen wir uns jetzt eben ein. Dann könnten wir eigentlich auch mal schauen, dass wir vielleicht auch die anderen Pistolenteile nochmal suchen gehen. Würde auch eigentlich Sinn machen, wenn wir den noch einmal bauen können, rein theoretisch. Und ich weiß jetzt nicht, wie gut der ist. Müssten wir eigentlich mal ausprobieren, wenn wir gleich jemanden finden. Den hier jetzt erstmal. Ah, da sind schon wieder welche. Ein paar viele. Aber an denen, an der ganzen Truppe will ich es ja noch nicht ausprobieren. Aber jemand auch alleine rum. Ah, ich bin mir nicht sicher. Doch, die sind da zu dritt. Mal hier hin. Stickies holen. Bevor es dunkel wird. Vielleicht noch ein Bambi. Das Gefühl, was ich habe, was den Dildo Daniel angeht, also dieses Würstchenmonster da, die Würstchenmutanten, dass irgendwie alle 50 Tage erst kommt. Jeden 50. Tag ist er da. Oder so um die 50 Tage. Alle um die 50 Tage kommt er vorbei. Dann frage ich mich eigentlich, wann das andere Monster kommt hier. Dieser Helikoptermonster. Ich habe keine Ahnung, wie der jetzt von Gronkh und Tobi genannt wurde. So, dann haben wir jetzt wieder Fleisch und Stickies. Stickies packen wir mal da hinten alles voll. Vielleicht geht auch schon die Sonne unter. Hier haben wir wieder Seil, nice. Und Lurch. Scheiß drauf. Erstmal die Stickies da drauf beladen. So, nein, komm. Machen wir so.
Ich hab da was gehört. Den hier noch. Und den großen hier. So, dann haben wir auch wieder voll. Dann können wir rüber. Und dann, wenn wir drüben sind, wird es eh schon. Es dämmert ja schon langsam. Später Nachmittag. Wenn wir die Stickies noch irgendwo platzieren. Geländer fertig machen und dann. Ja. Eigentlich ist es seit ein paar Folgen nur das gleiche. Aber wir wollen ja die Hütte fertig haben. Ja, aber es wäre echt schön, wenn es wieder regnet. Ich brauche echt seit Ewigkeiten nicht hier komplett wolkenfrei. Reicht das? Kommen wir da durch? Ja, da kommen wir durch. Hängen wir mal das Fleisch auf und die Dingens. Ja, das Refer können wir gleich erst machen, wenn die Stickies weg sind. Oder? Packen wir die Stickies hier hin. So. Brauchen wir keine. Komm schon, so. Wir eigentlich auch schon mal anfangen zu planen, wie wir da hinten die Lagerräume machen. So, den haben wir dann schon mal fertig. Da wollte ich mich nicht hinsetzen. Und den zur Hälfte oder ein Drittel. Das soll ja das Waffenlager werden. Und das hier für die anderen Dinger. Schauen wir mal. So, hier Lagerung, Felllager, Rüstungsgestell, Pfeilkorb, Knochenkorb, Waffenhalter, Sprengstofflager, Stocklager, Baumstammlager. Da packen wir den Baumstammlager hier hin. Wir den dann so haben. Hä? Oha! Oha! Boah, wie geil ist das denn? Packen wir den nochmal daneben. Soll genau da dran sein. Ja. Wie geil ist das denn? Ich habe das R gerade einfach gesehen gehabt. Warum habe ich sowas nicht auf meinem Boot gemacht? Mich jetzt echt dumm. Wisst ihr das? Geht das auch mit den anderen? Das soll alles für Baumstämme sein. Hier. Ich glaube, das wird das letzte für Baumstämme. Man soll ja hier auch noch an
das Fenster rankommen. Oha. Das finde ich jetzt aber hammergeil. Stöcker brauchen wir wieder, aber 1 Million Stück. Wie üblich bei mir. Manche Stickies. Wo machen wir Stickies? Stickies machen wir mal hier hin. So. Jo. Nee, das wollte ich jetzt nicht so. Das ist so. Digga. Wie ist das? So, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir 1. 2, 3, 4, 5, 6. Dann kommt ein Sticky, machen wir noch hier. Die 6 Stück auch für Stickies haben. So, und dann so. Ah, wieder 612 Stöcke. Ich werde hier noch wahnsinnig, wirklich. Und wir brauchen das noch für Steine auch noch. Dann fangen wir mit den Steinen ab hier hinten an. Steine werden wir aber am schnellsten vollkriegen. Würde ich sagen. So Steinlager. Ah, hier ist das so. Okay. Der hier hin. So. Bitte. Hier der vierte. Jo. Das ist ja mega nice. Warum sagt mir keiner, dass das möglich ist? Jo, der Wind geht wieder los. Nice. Das heißt dann wahrscheinlich die Tage wird es wieder regnen. Böcker. Ja. Was Essen angeht, haben wir Hasenkäfig, Trockengestell, Wassersammler. Das haben wir oben. Hier brauchen wir nichts. Hier brauchen wir nicht. Warte mal, wenn wir den jetzt rein theoretisch bauen, können wir den? Nee. Okay. So, Waffenhalter, Sprengstofflager, großer Schrank, kleiner Schrank. Dann hier Felllager. Machen wir den dann hier. So. Einen. Den können wir aber nicht anders bauen. Hier den zweiten. Hier dann den dritten. So, warte mal. Hase, Echse, Reh, Wildschwein, Waschbär fehlt uns dann. Kommt dann. Wildschwein. Hier. Waschbär. So, was brauchen wir noch? Für Lagerungen, Knochenkörbe. Mal schauen, gibt es davon auch noch. Warte, dafür machen wir lieber einen Tisch. So, freies Bauen. Wo haben wir Möbel? Tisch. Machen wir hier eins. Und hier neben auch noch mal ein. Machen wir den ein bisschen. Ja, so. Komm. Passt.
832 Stöcker. Aber so wird unser Lager dann aussehen. Jetzt eben ganz schnell was essen. Und dann ab ins Bett und hoffen, dass es regnet. Regnet aber nicht, ne? Hört sich nicht nach Regen an. Es war endlich mal wieder windig. Das kann bedeuten, dass es wieder Regen kommen kann. Hoffe ich auf jeden Fall. Ey, aber dass ich das gesehen habe, dass es von so auf so möglich ist, Wahnsinn. Ich frage mich dann aber auch, wie viel kann ich hier lagern? Also wie viel passt denn da rein? Oder da? Oder da? Ja, dann ist aber auch gut, dass ich da hinten so ein kleines Lager quasi gemacht habe. Zwischenlager. Wollen wir mal schauen, was wir hier genau machen können. Wo haben wir die Lagerung? So, hier haben wir die Lagerung. Dann machen wir hier Waffenhalter. Drehen wir den mal. So. Oder warte mal, wir machen direkt hier an der Tür erstmal wieder so einen Tisch. So. Drehen den noch ein kleines bisschen da. Damit man hier direkt an Pfeile kommen kann. Dann machen wir hier auch nochmal Pfeile. Noch einen Tisch. Kann man hier Pfeile nehmen, da Pfeile nehmen. Dann machen wir hier an der Wand haben wir die Sprengstofflager. Das dann hier so dasteht und auch einmal hier an der Wand. So. Hat man hier Sprengstoffe, dann Waffenhalter, dann machen wir dann so eins, so. Kann ich aber auch nicht verändern, ne? Mit R. Aber hier noch einen dritten. Waffenhalter. So. Dann kleiner Schrank, großer Schrank. Dann machen wir die kleinen Schränke hier an der an die Wand. Ich finde es interessant, dass das schräg steht und schon gerade. Machen wir hier einen kleinen. Und hier auch nochmal einen kleinen. So. Haben wir hier schon mal zwei kleine Schränke. Schauen wir mal, was groß mache ich woanders. Feldlager, Rüstungsgestelle, genau. Machen wir hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf und noch einen sechsten. Der sechste. Dann die großen Schränke packen wir mal hier irgendwo eher so mittig. Dass das dann
hier so er steht. Machen wir den er hier. Eins. Dann der nächste genau daneben. 1100 Stöcker, was? Ein Größenwahnsinnig geworden. Und dann der zweite. Und hier dann der dritte. Und dann auf der Seite mit dem Rücken. Komm, machen wir hier mal so. Welche Seite ist denn das? Machen wir das hier mal so. Würde das denn passen? Und hier auch noch mal so. Und dann machen wir da drinnen auch noch mal so einen. Ah, ich glaube, die machen wir mal ein kleines bisschen weiter links und rechts. Der dann ein bisschen mehr dann hier so steht. Und der auch ein bisschen weiter weg. Jo, 1137 Stickies und 436 Baumstämme. Ich übertreibe nicht. Ein bisschen. Ich weiß nicht, wie ihr drauf kommt. Oh, das Fleisch hätte ich aufhängen sollen. So, dann hängen wir das hier. Hier. Hier und hier auf. Ah, das muss schon richtig sortiert sein, ja. Da fehlt noch einer. Hängen wir. Dann hängen wir den noch lieber da auf. Dann gehen wir noch mal Bäume fällen und Stickies sammeln. Wilder 1137. Komm da nicht drauf klar. Wünschte, ich hätte schon irgendwie hier ein bisschen mehr was auf Vorrat gemacht. Na egal, fürs nächste Mal wissen wir Bescheid, falls es irgendwann auch nochmal eine Staffel 2 geben sollte oder so. Und ich wieder auf diese Insel abhaue. Ich glaube, wenn ich irgendwann davon eine Staffel 2 machen sollen würde, dann werde ich nicht auf der Insel sein. Dann werde ich irgendwo auf dem Festland da sein, irgendwo da eine Basis bauen. Aber wenn Sons of the Forest draußen ist, glaube ich eher nicht, dass hier von der Staffel 2 geben wird. Aber egal, werden wir wahrscheinlich auch eh sehen, wenn es soweit ist. Ah, gleich ist schon halber Tag um. Und wir haben jetzt nur mit den Blaupausen da verbracht. War, glaube ich, auch nicht so schlau. Die ersten Wolken kommen schon wieder, das heißt, es wird bald regnen. Die Wolken kommen schon. Ah, ich freue mich schon aufs Regenwetter.
So, dann packen wir hier. Nehmen den Baumstamm noch eben mit. Erste, was wir machen, sind Stickies. Aber wir nehmen den Wagen auch schon mal mit. Hier wird reichen. Obwohl diese Gruppe an Bäumen mich schon ein bisschen so anspricht. Nehmen wir die hier mal mit. Den nehmen wir auch noch mit. Ist gerade der Stock hier gedespawnt. Und den nehmen wir auch noch mit. Spawnt er direkt vor mir. Ah, ist schon voll. Warum habe ich das nicht schon längst hier gemacht? Mit dem größeren Lager. Wäre doch viel, viel schlauer gewesen. Ja, jetzt haben wir das halt so. Wir müssen damit auch jetzt zurechtkommen, dass wir das so gemacht haben. Aber jede Wette, da passt das Doppelte rein an Stickies und Baumstämmen und Steinen. Da beiße ich mir jetzt aktuell wirklich in den Arsch, dass ich das nicht längst so gemacht habe. Schon wieder hungrig. Nehmen wir einen Snickers.
Ich hoffe, die Baumstämme reicht, damit wir da das Boot wieder voll kriegen. Irgendwo habe ich Bambi gehört. Da ist Bambi. War schon voll. Bambi hin. Bambi. Dann nicht. Und wir sind wieder durstig. Natürlich. Gab ja seit Tagen keinen Regen mehr. Und Bambi-Blut können wir ja auch nicht trinken, also. Müssen wir mal schauen, wie wir das Problem irgendwie lösen. Wir haben noch vier. Das heißt, zwei Bäume brauchen wir. Welchen nehmen wir? Komm, wir nehmen die beiden hier. So, dann müssen wir jetzt eben Stickies voll machen. Und genug Stickies. Sticky-Dinger. Einen noch. Haben wir voll. Wir brauchen jetzt einen Bambi. Bambi. Frag mich, was mit Bambi los ist, dass er jetzt wieder weg ist. Ah, da vorne kriegen wir wieder Besuch. Einmal voll machen hier. Ah, dahin sind sie auch wieder. So, alle voll. Nur meine Taschen noch nicht mit Stickies. Das müssen wir eben noch schnell machen.
Nice. Doppelte Menge. So, die beiden noch. Und jetzt haben wir full. Aber dieses Mal haben wir leider keinen Bambi gekriegt. Warum auch immer. Das heißt, vielleicht ein Boss kommt wieder in den Tage. Wenn die jetzt weg sind. Oh, kommt schon. Ich will jetzt wieder Regen haben. Stimmt mal ein bisschen. Ist gleich haben wir wieder Hunger. Der ist nur am Beschweren hier, ey. Ja, da ist der Hunger. So, einmal richtig eingepackt. Dann gehen wir mit Pen. Boah, es hat viel, ey. Wir gehen jetzt erstmal was essen. Dann müssen wir gleich am nächsten Tag mal irgendwie schauen gehen, dass wir wieder was zu trinken voll kriegen. Denn hier haben wir jetzt nur noch 3 Soda. Gleich haben wir 2 nur noch. Und ja, das müssen wir irgendwie lösen. So, gleich. Gleich können wir pennen. Und dann würde ich sagen, mache ich noch mal ein kleines Päuschen, dann sehen wir uns gleich wieder. Mache ich wieder einen kleinen Cut. Bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Und jetzt müssen wir mal ganz schnell wieder was trinken. Und hoffen, dass jetzt auch mal der Regen wieder auftaucht. So, und schnell was essen hier. So, warte. Ja, das ist immer super, dass man immer hängen bleibt. Fangen wir mit denen an. Aber wenn der Wind nicht so dröhnen würde, ey. Könnte die echt mal ein bisschen leiser machen, den Wind. Aber trotzdem, Wind freut mich ein bisschen. Das heißt, hoffentlich der Regen kommt.
Dann haben wir wahrscheinlich wieder Wasser. Noch ein bisschen. Noch eine Rüstung auch mal wieder voll machen. Wir haben ja nur 7 von 10. Aber wir haben ja auch zum Glück wieder ein bisschen Stoff. Wir wechseln mal hier die Musik, würde ich sagen. Dass wir mal... Komm, wir nehmen den. Aber ewig nicht mehr gehört. Ist auch ein bisschen entspannter, sagen wir mal so. Können wir mal von hier das Ding mal aufbauen. Und hier mal die Stickies reindröhnen. So, wir müssten den hier jetzt auch mit dieser Ladung voll kriegen. Fertig kriegen. Und dann machen wir den hier. Und den hier. Den packen wir mal dahin. Können wir das da auch eigentlich fertig machen? Da drinnen. So, der müsste gleich auch fertig sein. Der braucht noch 12 Baumstämme. Gehen wir locker hin. Gleich das Treppengeländer. Wenn der fertig ist, dann ist die Seite wirklich komplett fertig. Abgesehen von Möbeln her. Nur die Möbeln dann, die fehlen. Achso, hier, diesen Dinger müssten jetzt auch den wollte ich nicht. Ich will es nicht hier haben. Hier wachsen die nicht mehr nach. Nur der. Aber den lasse ich noch ein bisschen wachsen. Warum wachsen die nicht nach, die Heidelbeeren? Wisst ihr das? Gibt es da einen Grund oder muss es regnen, damit die wachsen? Müssen die gewässert werden? Kann es sein, dass die vielleicht auch austrocknen? Ich hoffe nicht, dass die austrocknen. Das wäre nicht so nice, nicht so geil. Ist das 66? Hier ist noch 0. Ja, komm. So. Wir machen gleich als erstes das Geländer hier drinnen fertig. Mit den Stickies. Boah, wie viele Hammer da jetzt rechts an mir vorbeischwirren. So, auf 4 noch. Dann ist das durch. Noch das Dach auch fertig.
Nicht runterfallen. So, dann können wir jetzt wieder hoch. Dann nehmen wir zwei schon mal mit. Würde ich sagen, gehen wir mal hier rum. Und machen hier den mal fertig. Hier. 7. Dann machen wir den hier mit den 3. Kann es sein, dass hier doppelt ist? Ja. Hier ist doppelt. Wir machen das mal anders gleich. Das haben wir schon mal. Dann brauchen wir jetzt noch mal den Zaun. Da war der schon. So, und dann. Ja, komm. So. Ja, dann brauche ich nur 2x5. Und den einen noch. Ah, geil, der ist auch schon fertig. Nein. Wieder keine Wolke am Himmel. Was soll das? Doch, da hinten. Da hinten kommen die Wolken. Oder ist das? Ne, das ist der Berg. Verdammt. Und so. Der Hunger steigt auch wieder. Wir werden auch immer hungriger in letzter Zeit. Und außer wieder am Arsch. Wir müssen uns gleich mal kurz hinsetzen. Setzen uns mal ganz kurz hin. Verschnaufen einen Moment. Ist aber echt schön, das anzusehen hier. So ausdrucksvoll genug, finde ich.
So, 18 fehlen uns noch für den. Und unten haben wir noch 21. Mit den hier 23. Also 5 können wir dann wahrscheinlich schon in den da reinballern. Wenn ich richtig gerechnet habe, aber geh von aus. Wir müssen jetzt schon wieder essen, ey. Was Trinken angeht, haben wir jetzt ein ordentliches Problem. Nun können wir zwar noch auf Alkohol zurückgreifen, aber das wollen wir ja auch nicht. Und kann wieder hoch. So, den haben wir gleich fertig. Ich habe so das Gefühl, wenn wir springen beim Rennen, so sind wir schneller. Kann das sein, dass wir so schneller sind? Gleich wieder keine Ausdauer. Autsch, aufgestoßen. Also 6 noch. Hab wieder gestoßen. Ja, komm, mach ich da. Gleich haben wir das Ding fertig. Unten haben wir eh noch 7.
So, runter. Letzten 7 holen. Sobald wir die 7 aufgebaut haben, gehen wir noch einmal kurz rüber. Ich glaube, wenn wir die aufgebaut haben, ist schon Nacht. Dann gehen wir pennen. Und dann gehen wir rüber am nächsten Tag. Und gehen nochmal zu dem einen Dorf, wo es sehr viele Soda-Dosen gab. Und schnappen uns die. Wenn wir wieder ein bisschen was auf Vorrat haben. So, der ist jetzt auch fertig. Nice. Ja, das gefällt mir nicht so ganz, aber naja. Kann man mit leben. Hat aber auch auf jeden Fall hier irgendwie so einen geilen Akzent. Und dann die 5 können wir da an dem da schon mal anbauen. Und wie viel brauchen wir dafür? 58. Ja, ich denke, die nächste Fahrt, die wir für Holz machen, wird nur für den da sein. Und danach die Fahrt für den und den da. Also. Ja. Wenn wir kaum den noch in der nächsten Runde fertig kriegen. Ja, komm. So. Hier haben wir dann schon mal 5. Dann fehlen noch 53. Und dann bei der darauffolgenden Fahrt kriegen wir für den hier 4. Und dann hier kriegen wir den anderen fertig. Und dann fangen wir den hier nochmal an. Wofür wir hier 72 brauchen. Aber der wird 2 Fahrten kosten. Und der hier wird dann. Ich glaube, den kriegen wir fertig mit der zweiten Fahrt von dem. Oder nur zum Teil fertig. Und dann geht das große Ding hier los. Allein dafür auch. Dafür würden wir allein dafür exakt 2 Fahrten brauchen. Und dann hier die 26. So. Jetzt müssen wir wieder was trinken. Unsere letzten beiden Soda-Dosen. Ah, das wird kritisch. Das wird sehr, sehr kritisch. Können wir hier aber auch schon mal die Lampen hinbauen. Setzen. So, Deckenlampen. Hier eine. Na, komm. Hier. Dann kommt hier noch eine hin. So. Gehen uns wieder Seile. Aber kein Problem. Wir wissen, wo wir die finden werden. Dann soll hier noch eine kommen. Dann hier eine. Komm, so. Dann will ich hier 2 Stück haben, links und rechts an der Tür. Einmal hier. Und einmal auf der Seite. So. Dann sollen hier wieder welche kommen. Ah, wie weit? Ja. Und hier nochmal.
Und hier vorne auch noch mal. Dann ist halt nur der mittlere Bereich hier ein bisschen so. Ja, wie soll ich sagen, also nicht betroffen. Wir könnten hier eigentlich auch so, so einen Trenner machen. Raumtrenner. Dass wir hier nochmal eine, nicht eine grundlegende Wand, sondern eine eigene. Hier. Okay. Wir sagen dann von hier. Soll der dann bis hierhin nochmal gehen, ne? Machen wir so. Der bis hierhin wieder. Dann bis hierhin. Ja, bis oder bis hierhin. Dann nochmal bis hier. Und dann bis dahin. Ja, komm, so. Dann können wir sagen, dass wir hier, ne, wir wollen die Tür hier haben. Die Seite. Ja, das wird so passen. Und ist das hier das Wohnzimmer, der große? Dann haben wir hier einen erweiterten Flur halt. Oder warte, nicht, vielleicht doch nicht hier die Tür, sondern doch hier. Ah, die Seite ist zum Schließen, gut. Kommt hier halt die Tür. Dann hat man hier quasi so einen Bereich fürs Couch, Sessel, noch einen Kamin oder sowas. Kann man hier irgendwie so eine Galerie machen oder was weiß ich. Schauen wir mal, vielleicht können wir das nochmal ein bisschen ausbessern, verändern. Lassen wir aber erstmal wieder. Wir brauchen wieder 6 Schädel. Ich glaube nicht, dass er bei 6 Schädeln bleiben wird. So, dann gehen wir jetzt pennen. Jetzt nur trinken, dann jetzt sofort mal was. Und dann gehen wir rüber und holen uns hier die Soda-Dosen. So, wo haben wir? Da haben wir noch ein Soda. Und dann wechseln wir hier drauf. Wir können unterwegs noch ein paar Stickies sammeln. Denn wir brauchen dringend jetzt was zu trinken, solange es nicht regnet. Wir packen da vorne mal lieber, wo unser Wagen ist. Denn in dem Dorf, in dem ich jetzt hin will, wo die ganzen Dosen gibt und so. Also am sinnvollsten, wenn wir da hinten parken. Und beim nächsten dann wieder ans Boot hier ran. Los. Und wir weiß, mit etwas Glück, vielleicht finden wir Loplines und so weiter mal wieder.
Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse die drei. Unsere drei Mutanten. Die waren Ewigkeiten nicht mehr da. Und ich habe keine Ahnung, wo die sind. Vor allem, ich will ja auch die Mutantenrüstung da ein bisschen vervollständigen, wieder vollkriegen. Und es wäre schön, die mal wiederzusehen, ja? So, das reicht. Dann können wir mal los. Ah, ich finde es schön, dass die Bäume auch wieder nachwachsen. Brauchen wir nicht weit zu gehen zum Bäume schlachten. Da, Stickies. Nehmen wir mit. Da hinten war Bambi. Wenn wir gleich einen Bambi wieder sehen, dann müssen wir den auf jeden Fall einfangen hier. Zähmen. Ah, wir können hier Schere sammeln. Und nochmal Stoff. Komm her, ich will dich zähmen. Bambi. Was ne? Zu weit hoch gezielt. Wo ist denn jetzt mein Speer? Oh! Habe ich einen anderen Bambi erwischt. Ne, den können wir nicht essen. Panzertape. Beide können wir nicht mitnehmen. Das können wir auch nicht mitnehmen. Geld nehmen wir mit auf jeden Fall. Ah, Stickies haben wir voll. Man die essen? Nein. Hey, die Stickies brauchen wir ja nicht mehr. Irgendwas gehört gehabt. So, da hinten ist schon das erste Dorf. Da auch zumindest schon mal wieder Seile einsammeln. Bei dem Boot, der hier bei dem sein soll, irgendwo. Da. Hier ist immer schön, hier gibt es direkt drei Seile. Stoff hin. Stickies brauche ich nicht. Ein Seil fehlt uns noch. Hier haben wir noch ein Seil. Einen neuen Pistolenteil. Weiter dahin. Ja.
Da haben wir noch eine Höhle. Wir haben. Ich hab da was gehört. Ne, wir müssen unten rum, glaube ich. Da ist da schon das Dorf. Da das Dorf? Ne, müsste da lang sein. Darum wäre sinnvoll, wenn ich jetzt auch wieder auf die Axt wechsle. Ja, aber echt, wo sind unsere doch so beliebten Mutanten hin? Ja, wo bin ich jetzt? Ah, ich bin weiter nach Süden gelaufen. Ich da musste ich hin. Und hier müsste ich was zu trinken geben, wenn ich mich richtig erinnere. Und zur Not gibt es hier wieder Stoff. Ja, da haben wir die. Oh, Dynamit. Okay, Dynamit haben wir voll. Unten haben wir noch Koffer, die wir noch nicht aufgemacht haben. Ziehen haben wir voll. Cool, nice. Noch ein Snack. Hier ist noch einer. Aber Snacks haben wir schon. Cool. Können wir eben schnell einen snacken. Noch jede Menge Stoff. Nice, wir haben das auch wieder voll. Da können wir jetzt eben ganz schnell auch einen trinken. Leider haben wir auch voll. Brauchen wir nicht mitzunehmen. Scheiße. Kann ich da hoch irgendwie? Nee. Das sind mir jetzt gerade zu viele. Dann ab nach Hause. Das waren drei Gruppen, glaube ich. Ich meine, drei Gruppen gesehen zu haben von denen. Und die sind ja mittlerweile zu sechst unterwegs. Gegen 18 würde ich nicht auskommen. Wenn das jetzt wirklich drei Sechsergruppen waren. Ich dachte, ich falsche hier schon runter. Wenn das wirklich drei Sechsergruppen waren, ey, das wäre dann vorbei mit mir. Oh, Stoff.
Was denke ich damit? Kann ich damit was machen? Egal, wir gehen jetzt nach Hause. Wir haben jetzt zum Glück wieder Vorräte. Und zur Not können wir immer wieder in das Dorf zurückkehren. Wir wissen ja mittlerweile, dass da Tränkedosen sind ohne Ende. Und ich denke, diese Kisten, die spawnen auch immer wieder. Die spawnen immer wieder neu. Nicht so wie die Koffer, die dann immer leer bleiben, wie die. Okay. Hier habe ich einige noch nicht entdeckt. Die lasse ich aber auch mal zu. Oh, die Mittagssonne knallt. Dann packen wir mal die Stickies hier drauf. Dann holen wir uns noch mal 20 Stück. Dann fahren wir noch mal zurück, packen die überall drauf. Dann, wenn wir wieder dort sind, ist wahrscheinlich schon hier schon ab, später Abend oder so. Einen noch mit zwei Stück. Da ist einer mit zwei. Haben wir full. Dann sind wir auch schon mal 40 Stickies wieder los. Glaube, ich mache aber auch gleich schon am Ende der Folge wieder eine kleine Aufnahmepause. Und dann mache ich wahrscheinlich eher morgen oder übermorgen wieder eine Aufnahmesession. Und dann sehe ich zu, dass ich vielleicht mal wieder Regen kriege. Vielleicht muss ich einfach nur ein neues Spiel wieder, also neue Session einfach machen, speichern, beenden und dann wieder neu laden. Und dann kommt wieder Regen. Wir haben jetzt wirklich sehr, sehr lange keinen Regen gehabt. Boah, wie auch manche von den Blaupausen da einfach mal durchschimmern, ey. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie jetzt einen Fehler gemacht habe, die zu nah an die Wand gebaut habe oder so. Ob das mir noch irgendwie Probleme machen wird? Keine Ahnung. Aber
funktioniert das nie. Aber die Stickies packen wir mal hier oben hin. Ah, nice. Jetzt alle essen. Haben wir sehr viele von den Samen wieder. So, dann hier haben wir schon gleich 9 Stück haben wir bekommen, ey. Hier wächst es einfach nicht mehr nach. Oben noch fertig. Perfekt. Und dann hier. Geländer müssen wir auch noch fertig machen. Und dann können wir hier auch eben noch die Seile und so weiter und das Fleisch noch aufhängen. So, hier, hier, hier. Können wir hier auch noch Rehfell aufpacken, genau. Müssen hier noch Seil. Dann holen wir uns jetzt noch die restlichen Stickies von unten. Der hier ist fertig. Der hier. Der braucht gleich 7. Der braucht gleich noch 5. Aber dann haben wir es hier auch fertig. Das Geländer. Dann nur noch dort. Und das hier. Dann sind wir hier oben mit den Stickies fertig und dann müssen wir unten noch. Oh Gott. Da müssen wir noch die kompletten Lagerräume fertig machen, ey. Tut mir leid. Das muss noch alles gemacht werden. Oh, mit Stickies. Ja, wenigstens die brauchen nur jeweils ein Holz. Der hier gleich 5. Auch 5. Hier werden gleich 8 pro Dings gebraucht. Tue ich mich hier an, ey. Wirklich. Das ist der Raum, wo ich mich am meisten drauf freue, wenn es fertig ist. Können wir das alles voll machen? Wird aber auf jeden Fall eine Monsteraufgabe dann. Dann müssen wir das alles auch noch irgendwann dekorieren. Das wird ordentlich was. Aber nun gehen wir jetzt erstmal pennen. Ist ja schon spät, ist ja schon dunkel. So, okay, die paar Minuten müssen wir noch eben warten, aber
Wir gehen dann eben nur noch pennen oder. Ja, warte, wir können auch gleich pennen gehen. Ich will mir jetzt mal wirklich von oben ansehen, wie das aussieht. Hier machen wir noch Licht an. Hier müssten wir irgendwas noch machen, so damit es leuchtet. So Fackeln oder sowas. Und hier auch irgendwie. Hier ist mir jetzt noch zu dunkel. Ein paar Schädellampen oder so drauf bauen. Ja, komm. So, und das machen wir weg. Boah, schaut euch das an, wie das aussieht. Und in ein paar Tagen haben wir das komplett fertig. Das heißt vielleicht, ja, ich bin richtig gut, was Einschätzen angeht. Das habt ihr ja auch in letzter Zeit bemerkt. Aber ich würde sagen, vielleicht 2 bis 3 Folgen noch, so Bausession. Dann ist das Ding fertig gebaut. Zumindest obenrum. Und was drinnen angeht, werden wir zumindest in 2, 3 Folgen hier das mit den Baumstämmen durchhaben. Und die Stickies, die werden aber uns ordentlich an Arbeit geben. So, dann gehen wir aber auch mal wieder runter. Oder warte mal. Wir springen so. Sauber. Und jetzt greift uns der Hai an. Komm. Ja, dann gehen wir mal hoch. Aber hinten rum. Jetzt müsste auch die Zeit sein, wo wir pennen können. Können wir ausmachen. Wir haben hier eh genug Fackeln. Was ich auch am Überlegen bin, ist hier einfach so einen Raum zu machen, das einfach wie so eine Garderobe aussieht. Können wir auch mal irgendwann planen. Aber jetzt würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.